Mein Name ist Robin von Sportcodex und ich zeige euch heute zusammen mit Thorsten wieder eine Stabilisationsübung für deine Bauch- und Rückenmuskulatur, um deine Wirbelsäule stabilisieren zu können. Dazu kommst du in eine schöne Seitlage, im Prinzip wie am Strand. Deine Beine sind lang und du winkelst dann deine Beine im Kniegelenk an. Ganz wichtig ist, Oberschenkel und Oberkörper sind jetzt eine Linie. Deine Hüfte bleibt während der Übung immer gerade. Sie kippt weder nach vorne noch nach hinten. Dein Ellbogen ist so aufgestellt, dass er unter der Schulter ist, fast sogar noch ein bisschen näher Richtung Bauchnabel, denn wenn du hochkommst, wird sich der Winkel etwas verändern. Obere Schulter schaut auch gerade zur Decke und jetzt drück bitte mal deine Hüfte hoch. Wunderbar, und du hältst. Auch hier ist es wieder ganz wichtig, dass du dich aus dem Schultergelenk rausdrückst. Und wenn du jetzt mal abtastest, die Bauchmuskulatur, die nach unten schaut zur Seite, und auch die Rückenmuskulatur, die nach unten schaut, seitlich ist aktiv. Halt es auch bis zu 10 Sekunden und geh dann wieder ab. Viel Spaß dabei!